Ihr überlegt, auf die Malediven zu fahren und ihr wisst nicht, was ein Local Island bedeutet, dann bin ich der Meinung, bleibt dran, guckt euch das Video an und ihr werdet alles erfahren über Local Island, über die Kosten, über den Transport und wie die Insel ist. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal Pura Vida Film. Wir sind Gabriela aus Costa Rica und Christian aus Deutschland. Sobald es uns möglich ist, machen wir uns auf, um die große Welt zu entdecken. Ob nun Europa, Asien oder Amerika. Wir fahren dorthin, wo es günstig ist und wollen euch mitnehmen und an unseren Abenteuern teilhaben lassen. Wenn ihr immer dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal und damit ihr nichts mehr verpasst, klickt auch auf die Glocke. Ist es nicht schön hier? Man kommt aus dem Hotel, läuft 10 Meter, man ist in einem wunderhübschen Garten. Dann läuft man weitere 10 Meter und dann ist man am Strand. Und man kann direkt dort schnorcheln gehen. Man muss nicht weit laufen, man hört das Meeresrauschen. Ich würde sagen, es ist alles perfekt. Und jetzt zeige ich euch mal den Strand. Also, kommt mit. Ja, so schön kann es sein. Direkt vor der Tür das Wasser. Hier haben wir schon Haie gesehen, kleine. Und wir haben auch schon einen Rochen gesehen, der ist direkt hier am Strand vorbeigeschwommen. Und ja, es gibt auch ein kleines Manko, aber ich finde es besser als auf den Resort Islands. Dort findet man natürlich den Strand perfekt. Hier hat man ja ein bisschen Korallen, die aber eigentlich nötig sind, damit nämlich die Korallen durch die stetige Wellen werden sie geschliffen und es steht natürlich neuer Sand. Der einzige Nachteil ist natürlich auf einem Local Island, dass hier auch ab und an mal etwas anderes hingeschmissen wird. Und so hat man nicht unbedingt den perfekt sauberen Strand, aber relativ naturbelassen und ein bisschen benutzt von den Locals. So, hier am Strand, genau hier, sitzen wir jeden Abend mit netter Beleuchtung und essen Abendbrot. Dort ist Meer, hier der schöne Garten. Und wenn man Glück hat, dann sieht man auch Plankton und dann leuchtet es hier. Also was kann man eigentlich Besseres erwarten von seinem Urlaub? Ah. So, ich glaube, hier kann man eine Zeit aushalten. Zumindest mal einige Stunden. Man sitzt hier auf der Hängeschaukel und guckt schön aufs Meer. Es rauscht. Im Hintergrund ist eine weitere Local Island zu sehen. Und ich glaube, man kann hier einfach gut relaxen. Aber jetzt wollte ich mal ein wenig erzählen, was so eine Local Island noch so bedeutet. Das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal, dass man weiß, dass es eine muslimische Insel ist, der leichten Form wenigstens, und dass die Frauen
nach Möglichkeit die Schultern bedeckt haben sollen. Sie müssen nicht unbedingt ein T-Shirt tragen, aber es wäre schon gut, wenn die Schulter insgesamt bedeckt wäre. Wenn es ein bisschen weniger ist, okay. Aber ich glaube, es ist angesehener hier, wenn es komplett bedeckt ist, und auch die Oberschenkel sollten bedeckt sein. Für die Männer, glaube ich, ist alles in Ordnung, nur natürlich in Badesachen sollte man auch nicht durch die Stadt gehen. Ja, Stadt nicht, aber Dorf. So, dann, es wird kein Schwein hier geben und es gibt kein Alkohol. Also ich denke mal, auf diese drei Sachen muss man auf jeden Fall verzichten können. Und dann, glaube ich, kann man hier ganz gut leben. Im Gegensatz zu einem Resort ist es hier wesentlich günstiger. Die Unterkunft ist günstiger, die Ausflüge sind günstiger. Und ja, also man hat noch einen Bikini-Beach hier. Der ist nur für die Touristen. Da kann man dann so sich bewegen, als wäre man eben auf einem Resort Island. Man kann ganz normal sein Bikini anhaben. Aber eben nur in diesem kleineren Bereich, wobei das aber auch der schöne Bereich ist. Ansonsten kann man gut über die Insel laufen, am Strand, naja, etwas weniger, jedenfalls nicht überall am Strand, weil doch hin und wieder eine Menge Korallen hier rumliegen und es ist immer wieder mal unterbrochen. Auf der einen Seite haben wir einen Hafen und dann haben wir auf der anderen Seite auch noch mal einen Hafen. So, okay, damit kann man, glaube ich, aber leben. Das Hotel hier, Ocean Beach Inn, ist total schön. Die Zimmer sind absolut zweckmäßig, gut eingerichtet, immer ordentlich, immer sauber. Der Eigner hier, der Besitzer Fatou, ist auch total nett. Im Prinzip ist es alles hier wie eine Familie. Man wird abends, wenn man hier zum Abendbrot isst oder auch durchaus zum Frühstück, immer mal wieder von ihnen besucht und dann wird gefragt, was man so macht oder was man gemacht hat. Oder einfach, man redet über die Dinge des täglichen Lebens hier. Ansonsten hat die Insel noch Shops, wo man etwas einkaufen kann, aber da sollte man nicht zu viel erwarten. Aber man kommt über die Runden und auch die sind relativ günstig. Man sollte hier, denke ich, auf jeden Fall Halbpension buchen. Man kann hier in diesem Hotel zwischen, also man kann auf booking.com nur Frühstück und Mittag buchen, aber man kann, wenn man hier ist, dann auch Bescheid sagen und sagen, man möchte kein Mittagessen, man möchte lieber Abendbrot essen. Und so haben wir das auch gemacht und ich denke, das ist eine gute Sache. Da muss man auch nicht jedes Mal immer zurück zum Essen und man kann es sich frei einteilen, ob man hier in eins von den beiden Restaurants geht oder ob man einfach das so aushält oder man Frucht isst oder was auch immer. Ja, ansonsten, man kann sowohl am Bikini Beach sehr gut schnorcheln, da ist eine große Lagune. Da muss man also eigentlich erstmal ein Stückchen, also entweder läuft man an die Seite, wo die Lagune ein bisschen schmaler ist und da ist eine Schneise reingemacht, da kann man rausschnorcheln. Und dann kann man eine riesen Runde um die Lagune machen. Ich glaube, man braucht da auf jeden Fall eine Stunde, anderthalb. Aber man kann eben auch hier direkt vor der Haustür schnorcheln. Man hat hier am frühen Morgen große Fische. Wie ich vorhin schon sagte, es kommt auch immer mal wieder ein Hai vorbei. Wir hatten das Glück, einen Rochen zu sehen. Ansonsten springen hier munter die Fische aus dem Wasser, weil sie wahrscheinlich von den Größeren gejagt werden und nicht gefressen werden wollen. Also man hat hier vorne auch ein Top-Place, um schnorcheln zu gehen. Auf der anderen Seite der Insel gibt es noch eine Tauchschule. Da könnte man, das machen wir jetzt zwar nicht, aber man könnte da dann auch seine Tauchausflüge buchen. Ansonsten haben wir noch bisher einmal Picnic Island gemacht. Das ist auch eine nahegelegene Insel und da hat man dann sein Lunch und es ist dann wahrscheinlich so der Traumstrand wie auf einem Resort. Ansonsten haben wir noch eine Schnorchelsafari gemacht und die war auch total interessant. Wir waren an zwei verschiedenen Spots und sind dann in einem, ja,
nicht aus dem Meer guckenden Riff rumgeschnorchelt und auch da war das absolut super top. Ansonsten werden hier noch einige andere Ausflüge eben angeboten, wie zum Beispiel auf eine Insel, die nicht bewohnt ist. Man kann auch selber mit einem privaten Transfer rüber zu dieser anderen Local Island fahren. Das werden wir noch machen. Und ich denke, wenn man 2 Wochen hier bleibt, dann hat man genug zu tun, wenn man nicht Stress haben will. Ja, ansonsten nehmen wir hier direkt neben einer Schule. Und ich würde sagen, es ist einfach immer toll, wenn man ein paar Süßigkeiten mitbringt, vielleicht Bonbons. Schokolade ist vielleicht nicht so gut, weil es relativ gut schmilzt, aber Bonbons, und die kann man dann in der Schule verteilen bei den Kindern. Die freuen sich total und man ist dann am nächsten Tag bekannt, würde ich mal sagen, wie ein bunter Hund. Ansonsten gibt es hier noch eine Moschee auf der Insel. Das ist auch ganz nett, weil 5-mal am Tag wird uns um Gebete rufen. Man muss natürlich nicht hingehen. Dann klingt über Lautsprechern hier die Gebetsgesänge. Das ist auch originell. Muss man einfach mal gehört haben. Hier gibt es Motorräder auf der Insel und es gibt so eine Art Tuk-Tuks, aber eher so als wo man hinten Sachen mitnehmen kann für die Koffer zum Transportieren oder wenn man einen Ausflug macht, dann eben mit dem ganzen Equipment, mit seinen Schnorchelsachen, Handtuch oder was auch immer man da so hat. Das finde ich ganz witzig und eben auch, dass es die meisten Tuk-Tuks hier auf Elektrobasis ist, ist es nicht so eine große Verschmutzung. So, was sollte man noch wissen? Ja, okay, die Sprache hier spricht man garantiert nicht, wenn man herkommt, aber mit Englisch kommt man hier gut weiter, auch mit einfachem Englisch. Man kommt gut in Kontakt mit den Gästen hier. Man kommt gut in Kontakt mit den Einheimischen, sofern man es denn möchte. Und zum Bikini Beach gibt es noch etwas Kleines zu sagen. Da sind sehr viele Liegen. Jedes Hotel hat so ein paar eigene Liegen. Aber wie es so ist, aus dem europäischen Tourismus kennt man es ja. Frühmorgens kommen die Gäste, legen ihre Handtücher dorthin. Dann sind sie natürlich auch ein bisschen da und dann zum Mittagessen verschwinden sie alle und machen nach dem Mittagessen wahrscheinlich noch eine kleine Siesta und kommen dann so gegen 3 Uhr wieder. Das heißt also so circa von 12 bis 3 Uhr sind dann da, keine Ahnung, 30 Liegen mit Handtüchern belegt, aber man kann sich selber ja natürlich nicht dorthin legen. Da muss man einfach gucken, dass man mal mit dem Hotel spricht, mit dem Eigner, dann kommen die. Und dann sorgen sie auch dafür, dass man dann vielleicht auch noch seine Liegen kriegt, die direkt hier von diesem Hotel angeboten werden. Ist vielleicht ein bisschen komisch, das Gefühl, aber ich denke mal einfach, da muss man durch und das ist respektvoll, wenn man einfach dann, wenn man geht, auch seine Handtücher wieder mitnimmt. Wenn es jeder so macht, dann denke ich, wird jeder auch irgendwann seine Liege haben, wenn er kommt. So, und zu den Kosten kann ich ja auch noch mal was sagen. Also wir sind geflogen mit Etihad, man kann auch mit Turkish Airlines fliegen. Wir haben relativ kurzfristig gebucht und wir haben gezahlt 750 Euro pro Person für die Flüge. Die gingen dann von Berlin nach Brüssel, von Brüssel nach Abu Dhabi und dann eben nach Male. Und genauso auch wieder zurück, wenn man mit Etihad fliegt. Wenn man mit Turkish Airlines fliegt, dann fliegt man von Berlin nach Istanbul und von dort aus dann nach Male. Dann kommen leider noch die Nebenkosten hinzu, vielleicht ein bisschen Versicherung. Dann noch die Sitzplatzreservierung, insbesondere glaube ich, wenn man zu zweit oder zu dritt fliegt, möchte man doch schon auf den Flügen zusammensitzen. Also da kommen nochmal, wenn man die normalen Plätze nimmt und nicht sehr viel Beinfreiheit haben möchte, nochmal ungefähr insgesamt 200 Euro dazu. So sind wir denn ungefähr bei 2 Personen bei 1700 Euro.
Diese Unterkunft hier, Halbpension, hat auch nochmal 1.300 Euro gekostet für 2 Wochen. Und ich denke, das ist für die Malediven ein super Preis mit leichten Abstrichen, wie eben die Strände eben nicht perfekt ringsrum wie auf einem Resort eben mit super weißem Sand sind. Aber man spart unheimlich viel und man hat eben Kontakt mit den Einheimischen. Man hat Kontakt mit der Kultur. Auf einem Resort Island ist es eben so, dass man eben nur Kontakt hat mit den Touristen. Dann kann man natürlich Alkohol trinken, vielleicht auch Schwein essen. Man kann die ganze Zeit natürlich im Bikini laufen. Aber ich weiß nicht, ob man so viele 1.000 Euro bezahlen will. Bestimmt 5, 6, 7.000 Euro, denke ich mal, werden 2 Wochen auf einem Resort kosten. Und man ist nur mit Touristen dort. Und ich denke, den Cocktail kann man auch woanders am Strand trinken und muss nicht extra dafür auf die Malediven kommen. So, und die Ausflüge auf einem Resort, die sind natürlich auch wesentlich teurer als hier. Ich denke mal, man kann da locker 300 bis 500 Euro mehr bezahlen für den gleichen Ausflug. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Hier jedenfalls kann man alles sehen, was man will. Und die Locals hier geben sich alle sehr viel Mühe, damit man sich sehr wohl fühlt. Was noch zu sagen ist, ist, wenn zum Beispiel, so habe ich es zumindest gesehen, vielleicht gibt es auch noch Unterschiede, aber wenn man versucht vielleicht ein Resort zu finden, das ein bisschen günstiger ist, dann ist es meistens wesentlich weiter weg vom Flughafen Male. Man braucht dann entweder noch mal einen Anschlussflug mit einem kleineren Flugzeug oder sogar vielleicht mit einem Wasserflugzeug. Aber das Wasserflugzeug, je nachdem wie lang die Strecke ist, aber gerade dann, wenn es weiter weg ist, weil dort das Resort eben ein bisschen günstiger ist, zahlt man pro Person und Strecke um die 700 Dollar. Und ich denke mal, wenn man das summiert, zweimal hin, zweimal zurück, dann ist man nochmal bei gut aufgerundet 3.000. Und dann relativiert sich der günstigere Preis wieder mit dem etwas günstigeren Resort. Und hier auf Hang Nga Meadow, so heißt diese Insel, kommt man sehr gut mit einem Speedboot her. Es kostet ungefähr 45 Dollar pro Person und Strecke. Und man braucht ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten hierher. Man kann auch mit einem Dhoni fahren, aber da gibt es zu bedenken, dass es erstens knapp 5 Stunden dauert. Und nicht jeden Tag fährt, weil das Dhoni in diesem Fall ist dann das Local Taxi, was die Hauptinsel Male dann eben mit den einheimischen Inseln verbindet. Der Vorteil ist eben, man zahlt ungefähr 10 Dollar. Und man ist aber eben, wie gesagt, sehr lange unterwegs. Das muss man mögen. Oder man macht einfach ein bisschen Abenteuer und man fährt mit über 750 PS in 1 Stunde und 15, vielleicht auch 1 Stunde und 30, rauscht man übers Meer und ist auch sehr spannend. So, das war's. Und ich glaube, jetzt geht's wieder zum Schnorcheln. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte den Kanal. Und denkt an das Glöckchen, damit ihr jederzeit informiert werdet.